In dem Video zeige ich jetzt, wie man das Ganze noch attribuieren kann, wie man das kontrollieren kann, wenn man die Positionen oder die Zuweisungen von Fundamenten haben möchte. Wir haben jetzt hier den Fall, lassen wir es uns mal anzeigen über die Objektpalette. Ah, die haben wir schon hier aktiviert. Wir gehen hier auf den letzten Reiter Attribute. Und es empfiehlt sich jetzt folgende Einstellung. Hier mit dem Pfeil schauen, dass hier alles aktiv ist. Dann einmal einen Rechtsklick, den Typen und die Gruppe entfernen. Aber wir brauchen mehr Attribute als Anzeige. Es ruckelt ein bisschen, da jetzt jede Linie von der DWG mit ausgelesen wird. In dem Fall entscheide ich mich einfach, die DWG zu deaktivieren mit dem Teilbild und gehe nur in die Verlegung hier rein. So, jetzt Rechtsklick, Attribut 3, 4 und 5 noch aktivieren. Dann auf dieses Etikett klicken und den Plantext suchen. Hier werden nur Attribute von dem Teilbild gezeigt. Keine Angst, das muss man nur einmal einstellen und einmal abspeichern, dann funktioniert das wunderbar. Wir sagen einmal den Plantext. Hier wird uns schon die Position 1, 2 und 3 ausgegeben. Die können wir zum Beispiel jetzt hier mit dem Auge einblenden und ausblenden. Wir könnten sogar das Ganze einfärben, wenn wir denn wollten. Die Farbe ist aber abhängig, je nachdem, was man in der Animation hier eingestellt hat. Wenn man hier auf Grout stellt, kommt irgendwelche Farbe raus. Ich weiß nicht warum. Und wenn ich jetzt auf Fond einstelle, dann kommt diese markierte Farbe raus. Sagen wir mal jetzt hier, ich möchte das Ganze in Grün einfärben. Und jetzt habe ich die Position 1 in Grün eingefärbt. Ich kann das Ganze aber auch wieder rückgängig machen. Hier mit Farbe aus oder hier oben mit alle sollen die Farbe aus. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier hellblau mache, orange und blau. Dann kann ich hier alles wieder rückgängig machen. Jetzt haben wir hier erstmal die Position 1. Ich kann hier aufklappen und sehen, hier ist eine Seitenansicht U-Form gewählt mit Höhe 1 mit diesen Parametern. Und das kann ich überall einmal nachkontrollieren. Ich habe hier nämlich den Plantext, Antwort 1, 2, 3 und hier das nötige Bauteil. Das Bauteil könnte ich auch jetzt nach vorne verschieben und kann sagen, okay, möchte wissen, Position 1, aha, das ist einmal in Fundament 27 und einmal in Fundament 31 verlegt. Die Position 2 wurde für das Fundament 31 verlegt. Und jetzt in der Position 3 haben wir noch einen Fehler drin. Wir haben hier die F16, die ist korrekt. Und die anderen mit der F31 sind nicht korrekt. Ich klappe hier mal auf und sehe jetzt hier, die weitere Antwortmöglichkeit, eine Draufsicht I-Form und eine Draufsicht U-Form. Auch hier kann ich wieder aktivieren, 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 aktivieren. Es kommt darauf an, wie viele Attribute man hier anfügt. Und jetzt haben wir hier diese Schalungselemente. Ich möchte jetzt das Fundament 31 ändern in die 16 und kann jetzt zum Beispiel hier diese Schalungselemente anklicken. Mit gedrückter Steuerungstaste alle drei nehmen und jetzt in die F16 einfügen. Und jetzt gibt es nur noch die F16. Ich kann das kontrollieren, indem dass ich zum Beispiel die Attribute modifiziere von einem Bauteil und hier klappe ich erstmal alles zu, dann öffne ich die sonstigen und sehe jetzt hier das Bauteil F16. Es gibt noch weitere Möglichkeiten. Sagen wir mal, wir wollen das nicht als F16, sondern als F17 haben und wollen das ganz schnell ändern. Dann gibt es auf der Homepage noch ein tolles Tool. Dazu gehen wir hier auf weitere Supports. Dann öffnet sich hier unser Browser. Und hier können wir auf Upgrades gehen. Scrollen wir runter und laden uns dieses Allplan Attribut ändern Python Part herunter. Hier ist eine Anleitung, wie ihr das Ganze installieren könnt, denn das dauert 2-3 Minuten. Muss man auch nur einmal im Leben machen für jede Allplan Version und dann funktioniert das Ganze. So, und dann wird bei Subparts Attribute ändern erscheinen. Das ist ein Python Part, ein Add-on für Allplan, das ist kostenfrei, das ich zusammen mit den Sollparts, mit der Sollparts GmbH entwickelt habe. Mit einem Doppelklick hier drauf
können wir hier zum Beispiel, ich setze mal alles zurück, uns ein neues Attribut hinzufügen. Wir wollen in dem Fall Bauteil vielleicht. Nee, das waren jetzt nicht. Boah, ist Bauteil doch Bauteil. Und sagt einmal okay. Und die Bauteilzuweisung möchte ich ändern in F.16, haben wir gesagt. Jetzt klicke ich einfach dieses Support, dieses Support, dieses Support, dieses Support an und schon ist die F16 übergeben. Jetzt möchte ich vielleicht die Positionsnummer 3 auch noch ändern. Dann gehe ich hier auf Plus, suche hier den Plantext. Einmal mit OK bestätigen und jetzt sage ich Position 4. Enter und markiere diese. Schließen wir das Ganze. Jetzt müssen wir es einmal reaktivieren, denn jetzt kommt die Position 4 und wir müssen es eigentlich nochmal offiziell einmal hier abspeichern, damit auch das geschieht. Die Position 3 stimmt ja in dem Fall. Hier die Position 4 wurde erkannt, schließen. Und die Position 3 stimmt auch. So, jetzt ist es eigentlich korrekt. Vorher war es ja falsch mit Position 3 überall. Und die Zugehörigkeit, schauen wir mal, ob die sie mitgeändert hat. Bauteil, Zugehörigkeit F16, wunderbar. Also auch so kann man vorgehen, über die Objektpalette oder über Attribute ändern. Theoretisch ist es aber auch möglich, letzter Weg noch, über Attribute zuweisen oder modifizieren. Ich nehme gerne immer Attribute zuweisen her. Hol mir über die Pipette zum Beispiel eine Vorlage aus von diesem Support, kann dann in die Eigenschaften reingehen, klappe erstmal wie immer alles zu, deaktiviere alles. Ihr seht schon, der Schritt ist schon ein bisschen langsamer, also deswegen gibt es das Attribut ändern. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier irgendwelche Attribute auswählen, zum Beispiel Bauteil 16 möchte ich ändern in F.19. Okay. Und dann markiere ich das Ganze hier, hier, hier und setze das Ganze auf Anwenden. Jetzt kommt es zur Auswertung im nächsten Video.